vielen Dank für das Interesse. Ich gehe, auch wenn die meisten die Defarma wahrscheinlich schon kennen, werden trotzdem mal kurz durch die wesentlichen Bausteine unserer Strategie durch. Wir kaufen bestehende Fachmarktzentren, kleine Einkaufszentren, typischerweise mit bonitätsstarken Filialisten als Ankermietern, in der Regel mit wenig Leerstand oder Investitionsbedarf, meistens zwischen 1 und 5 Millionen. Und wir landen aufgrund dieser Kriterien in der Regel in kleinen bis mittelgroßen Städten. Ja, keine Regel ohne Ausnahme. Da hat Herr Kirstein ja schon gerade kurz erwähnt. Wir waren neulich auch in Dortmund, beziehungsweise bei Dortmund und in Köln erfolgreich. Da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Wir kaufen diese Objekte, um sie zu behalten, haben also grundsätzlich keine Wiederveräußerungsabsicht und erzielen damit nachhaltig zweistellige Eigenkapitalrenditen. Warum machen wir diese Strategie? In diesem Segment 1 bis 5 Millionen, die Objekte sind schlichtweg zu klein für Institutionelle. Deshalb ist der Wettbewerb um die Objekte sehr gering. Entsprechend günstig können wir einkaufen. Wir konzentrieren uns bewusst auf Nahversorgungszentren, weil hier im Bereich online keine Probleme bestehen und wie wir inzwischen gelernt haben, auch durch Corona keine Probleme bestehen. Und wir gehen gerne in die kleinen Städte, weil wir hier für die besten Standorte trotzdem günstige Preise bekommen, während in Hamburg, Berlin, München und in der Regel auch in Köln selbst für die hinterletzten Ecken normalerweise Mondpreise aufgerufen werden. Das heißt, die Renditen sind hier einfach für uns deutlich besser. Das Geschäftsmodell als Investment Case führt dazu, dass wir typischerweise um die 10% Anfangsrendite erreichen, in der Regel mit ungefähr 2% refinanzieren können. Das heißt, wir brauchen wenig Eigenkapital und können dadurch sehr hohe Eigenkapitalrenditen erreichen. Das wirkt sich dann auch beim FFO je Aktie entsprechend positiv aus. Wir wachsen kontinuierlich durch weitere Zukäufe, können auch im gewissen Umfang noch Einspar- und Ertragspotenzial in Objekten heben. Aber natürlich der wesentliche Hebel ist dann durch die Zukäufe, dass wir regelmäßig auf ein anderes Niveau kommen. Wir haben den FFO innerhalb der ersten 4 Jahre nach dem Börsengang, das erklärt auch ein wenig natürlich die Performance, die Herr Kirstein erwähnt hat, mehr als verdoppeln können. Wenn man das aktuelle Jahr dazu nimmt, dann liegen wir schon wohl ungefähr beim Dreifachen gegenüber dem Ausgangswert. Die zweite Ebene ist, wir kaufen sehr aufwendig zu günstigen Einzelkaufpreisen. Als Portfolio ist das Ganze aber sehr viel mehr wert. Portfolien werden regelmäßig mit enormen Aufschlägen gehandelt. Es gab ja dieses Jahr diverse Transaktionen. Beispielsweise hat die GPEP ein Portfolio gekauft. Das war zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr ähnlich von der Größe und der Zahl der Standorte wie unseres. Hatte zwar etwas längere Laufzeiten, aber der Faktor dieses Portfolios lag beim sage und schreibe 21-fachen der Ist-Miete. In unserem NAV stecken die Werte, die Objekte nur zum ungefähr 12-12,5-fachen drin. Einkaufen können wir sie meistens noch ein bisschen günstiger. Das heißt, wir haben hier allein durch das mühsame einzelne Kaufen und zu einem Portfolio zusammenfügen, schaffen wir einen Mehrwert, der sich dann in Teilen im NAV ausdrückt. Wenn man einen realistischen Marktwert ausdrücken würde, dann läge der aber sicherlich noch mal mindestens doppelt so hoch, also noch erheblich höher als unser Börsenkurs, der auch schon seit Börsenlisting ab dem ersten Tag eigentlich einen Aufschlag auf den NAV gezeigt hat, weil für uns der NAV auch eher eine statistische Größe ist. Wie gesagt, bei einer Veräußerung lägen wir noch ganz anders und für uns ist sehr viel wichtiger der schon erwähnte FFO je Aktie, weil das ist das, was man am Ende auch zur Verfügung hat, von dem man Dividende zahlen kann. Die Dividende steigt auch jedes Jahr. Das ist unsere erklärte Dividendenpolitik schon seit der Firmengründung und das wollen wir auch weiterhin fortsetzen. Wir, das sind neben mir selbst, die Sie mich wahrscheinlich schon seit ein paar Jahren kennen, früher auch auf der anderen Seite des Tisches, als Finanzanalyst, vor allem mein Vorstandskollege, der Matthias Stich, der seit über 20 Jahren im Bereich der Projektentwicklung aktiv ist, früher für die IPH BBE Firmengruppe, heute bei uns die Projektentwicklung in unserem Eigenbestand macht, also Baumaßnahmen, Mietverhandlungen mit großen Mietern durchführt. Herr Rehwald, Leiter unserer Hausverwaltung, Frau Bresch, seine rechte Hand und Stellvertreterin, Prokuristin bei der IMMA, die auch einen Hintergrund im Bereich Center Management und Immobilienrecht hat. Und dann eben eine Vielzahl von Mitarbeitern, die uns auch in der Verwaltung oder inzwischen auch im Ankauf, Projektentwicklung unterstützt. Aufsichtsrat ist Ihnen sicherlich auch teilweise schon bekannt, Herr Schropp, jahrelang Immobilienvorstand bei der VIB Vermögen. Herr Rücker, vielleicht mit der Rücker Immobilien schon mal begegnet. Und wenn Sie sich für Recycling Themen interessieren, ist der Herr von Lukowitsch bei der Befesa auch schon Ihnen möglicherweise mal begegnet. Früher war er bei der Metro Investor Relations Manager und davor bei Henkel. Unser Portfolio, Sie haben richtig gezählt, es sind inzwischen 49 Objekte in ganz Deutschland. Durchschnittliche Laufzeit lag zuletzt bei 4,7 Jahre. Vermietungsquote inzwischen wieder bei fast 96% und bei 16,5 Millionen Jahresnettomiete.
Portfolio wäre inzwischen auf über 200 Millionen gestiegen. Wohlgemerkt auf Basis unserer eher moderaten Bewertung NAV. In der Vermarktung wäre es sicherlich ein bisschen woanders. Wir haben dieses Jahr bis jetzt 7 Objekte gekauft. Sie sehen das als grüne Sternchen auf der Landkarte. 6 davon waren in Westdeutschland, eines in Gardelegen in Sachsen-Anhalt. Wir haben dieses Jahr bereits für 28,6 Millionen Zukäufe tätigen können. Das ist deutlich über unserem typischen Volumen von etwa 15 bis 20 Millionen pro Jahr. Von daher sind wir mit dem Jahr schon jetzt sehr zufrieden und vielleicht kommt da noch eine kleine Schippe obendrauf. Mieterstruktur hat sich nichts groß getan. Lebensmittel mit weitem Abstand unser größter Block nach wie vor. Heimwerker, also vor allem Baumärkte, der zweitgrößte Block, gefolgt von konjunkturunabhängigen Filialisten, also beispielsweise Drogeriemärkte, Jysk, früher dänisches Bettenlager, oder auch Mieter wie Teddy, diese 1-Euro-Shops. Modeschuhe sind bei knapp 10%. Das sind ausschließlich Preiseinsteiger, wie beispielsweise Deichmann, Taco oder Kick, die Sie auf der Folie auch sehen. Und ansonsten haben wir unter den sonstigen Mietern noch die üblichen Nebenmieter wie Friseur, Blumenladen oder ähnliche. Die Kennzahlen von 2017 bis 2020, so wie es sich gehört, jedes Jahr ein Stück höher, möchte ich gar nicht näher darauf eingehen. Wichtiger für uns sind die Kennzahlen pro Aktie. Auch die haben sich erfreulicherweise Jahr für Jahr seit Firmengründung erhöht. Hier ist unser Fokus, wie schon erwähnt, der Fokus auf den FFO je Aktie. Das heißt also ausdrücklich nicht Wachstum generell als Selbstzweck, sondern eine Wertsteigerung runtergebrochen auf die einzelne Aktie. Und hier wiederum vor allem dem FFO. Das errechnet sich in normalen Jahren als Nettoergebnis zuzüglich der Abschreibungen, die ja nicht cashwirksam sind. Und wenn wir die Objekte im Wert erhalten, auch in der Regel auch so nicht wirklich gerechtfertigt. Wir können den FFO mit den vorhandenen Mitteln weiter steigern. Wir haben ihn schon im laufenden Jahr deutlich weitergebracht und stehen bezogen auf den sogenannten Running FFO, also den annualisierten FFO nach Abzug oder nach Integration aller Zukäufe, Abschluss aller Baumaßnahmen schon erheblich höher. Corona, ja, wird immer angesprochen, spielt für uns in der Praxis kaum eine Rolle, weil die meisten unserer Mieter im Bereich Lebensmittel, Baumärkte, Ärzte, Apotheken, Drogerien und so weiter letztes Jahr Sonderkonjunktur hatten, deutlich bessere Umsätze sogar hatten als außerhalb der Corona-Zeit. Und selbst im Bereich der ja, betroffenen Mieter, die phasenweise geschlossen waren, haben wir zum allergrößten Teil die Mieten erhalten. Wir haben im ersten Quartal noch einige Aussetzungen gehabt, ab seit April de facto 100% Mieteingang. Also spielt für uns kaum eine Rolle. Ein einziger Mieter hat bis jetzt überhaupt Insolvenz anmelden müssen, wurde dann aber nach ein paar Monaten auch schon von einem Investor gerettet. Hier kamen die Corona-Mieten zu spät, ist aber ohnehin kein namentlich bekannter Investor, kein namentlich bekannter Mieter. Für uns also von untergeordneter Bedeutung. Man muss noch mal erwähnen, die ausgesetzten Mieten sind grundsätzlich nicht verloren, sie sind nur zunächst gestundet. Wir haben zwischenzeitlich mit vielen namhaften Filialisten auch Vereinbarungen getroffen, dass diese Mieten in Teilen zumindest nachgezahlt werden. Wir wollen nicht der einzige Vermieter sein, der auf gar nichts verzichtet, müssen aber auch umgekehrt nicht hier ja, während der Schließungsphase vollständig auf unsere Mieten verzichten, auch wenn sich manche Mieter das gerne wünschen würden. Das läuft immer auf einen Kompromiss raus, weil wir uns gegenseitig auch künftig brauchen und auch kein Mieter auf unserer roten Liste stehen möchte, dass er künftig bei Leerständen nicht mehr als Nachmieter berücksichtigt wird. Wir sehen insbesondere keinerlei Finanzierungspraxis, keine Änderung der Finanzierungspraxis bei Banken, können auch die letzten Monate nicht feststellen, dass Corona irgendwelche belastenden Effekte auf Transaktionen hat. Insofern ist das für uns zwar eine leider nervige und zeitraubende Thematik, aber wirtschaftlich von stark untergeordneter Bedeutung. Ich habe schon erwähnt, dass wir im Bestand auch recht aktiv sind, die Objekte immer wieder modernisieren. Wir haben jetzt unmittelbar vor dem Abschluss eine große Investition in Löwenberg, eine Vergrößerung für Aldi. Wir arbeiten in Büdelsdorf an einer Neuansiedlung eines Fitnessstudios und einer Vergrößerung des Teddy. Das wird dann aber erst im nächsten Jahr im Wesentlichen abgeschlossen. In Hamm haben wir begonnen mit Penny eine Vergrößerung. Das Fitnessstudio ist auch hier schon vergrößert worden. Und in Lübbenau haben wir diverse Maßnahmen, in der Regel kleinere, die sich aber in Summe auch dann zusammenleppern auf Gesamtinvestitionen von deutlich über 1 Million. Das heißt, es sind einige Beispiele, dass wir im Portfolio sehr aktiv sind und nicht nur Mieten kassieren, sondern daran arbeiten, die Objekte laufend zu verbessern. Konkret, was machen wir hier in Löwenberg? Sie sehen rechts oben, wie es vor dem Umbau aussah. Wir haben das Gebäude, das Sie rechts in der Ecke sehen können, mit dem Wellblechdach hier. Das haben wir zwischenzeitlich abgerissen, die Zufahrt dorthin verlegt. Das sehen Sie im Bild links unten. Der Aldi wurde nach vorne vergrößert und der Parkplatz dort auch neu angelegt.
sodass man jetzt auf den ersten Blick ein de facto Neubauobjekt hat. Wird nochmal deutlicher, wenn Sie das gegenüberstellen. Es ist dahinter noch das alte Gebäude, das innen drin natürlich auch modernisiert wurde, aber Außenwände, Fundament, Dach, die stehen nach wie vor. Nur wurde durch den Anbau vorne aus Kundensicht jetzt de facto ein neues Gebäude geschaffen. Und das Einkaufserlebnis ist sozusagen das gleiche, als würden Sie in komplett frisch gebauten Aldi reinlaufen. Man kann es im Grundriss noch ein bisschen erkennen, was wir hier genau gemacht haben. Das ist aber vielleicht besser, das gucken Sie sich im PDF in Ruhe an, für diejenigen, die architektonisch da genau interessiert sind. Die Folie 16 zeige ich im Wesen, um auch zu signalisieren, wir sind in einer Vielzahl von Objekten in unserem Bestand permanent am Arbeiten, haben hier entweder in diesem Jahr Mietvertragsverlängerung, einige Beispiele sind aufgeführt, abgeschlossen, oder wir arbeiten konkret an Investitionen, teilweise die dann auch sich noch Jahre hinziehen werden, bis dann die Behörden alle Genehmigungen erteilt haben oder mit den Mietern die entsprechenden Mietverträge geschlossen haben. Aber die grünen Sterne zeigen, also das ist da, wo wir Erfolge haben oder an entsprechenden Maßnahmen arbeiten. Wir sind also ein äußerst aktiver Bestandshalter und werden auch künftig damit den Wert der Objekte permanent steigern können. Wir haben Anfang des Jahres zum ersten Mal in unserer Firmengeschichte einen Objektverkauf gemeldet. Das Angebot war einfach zu gut, um das Objekt zu behalten, insbesondere weil es in einem technisch sehr schlechten Zustand ist. Gehe ich jetzt hier nicht im Detail drauf ein, aber es liegt damit an, eben ist der Preis eigentlich noch ein bisschen höher zu bewerten, als er eh schon gesehen wird. Wir haben das Objekt zum Doppelten des Verkaufs, Einkaufspreises verkaufen können, etwa dem 15-fachen der Istmiete, haben insbesondere dadurch sehr viel Cash freigesetzt, dass wir deutlich rentabler in neue Objekte investieren konnten. Wir haben in einer Zwangsversteigerung unser dieses Jahr größtes Objekt erworben in Gardelegen, mit einem Leerstand von damals 38%. Den haben wir durch einen ersten großen Mietvertrag mit Futterhaus jetzt schon ein Stück verkleinern können. An den weiteren Leerständen arbeiten wir und sind optimistisch, dass wir dann binnen weniger Monate weitere Mietverträge geschlossen bekommen. Das ist allerdings nicht ganz einfach, weil hier auch verschiedene Mieter flächenmäßig miteinander abgestimmt werden müssen, Bestandsmieter möglicherweise umgesetzt und das zieht sich alles ein wenig hin. Das Objekt haben wir gekauft für 8 Millionen. Wenn wir damit durch sind, gehen wir von einer Nettomiete von über 1 Million pro Jahr aus. Ein typisches Nahversorgungsobjekt, fast ja, von der Mieterstruktur her fast ein Spiegelbild von Bleicherode, das wir verkauft haben, haben wir in Barsinghausen kaufen können. Damals unser erstes Objekt in Niedersachsen. Netto als Hauptmieter, ansonsten eine Reihe von kleineren Mietern im Nahversorgungsbereich. Jysk, dänisches Bettenlager noch als weiteren größeren Mieter. Voll eingebettet und komplett umbaut in einem Wohngebiet. Also es gibt keine Möglichkeit, da irgendwo in der Nähe was anderes zu machen. Haben wir zum 10,6-fachen der Jahresmiete gekauft und mussten hierfür nur einen Bruchteil des Eigenkapitals einsetzen, den wir aus dem fast gleich großen Objekt in Bleicherode freigesetzt hatten. In Hof, ein Objekt, das wir Corona verdanken. Es wäre nämlich ohne die aktuelle Situation sicherlich nicht zu einem solch günstigen Preis zu haben gewesen. Es ist in absoluter Bestlage im Umfeld von des Kaufland, Lidl, Obi und so weiter. Das Objekt wurde 2018 bis 2020 komplett modernisiert, umgebaut. Ein Teilgebäude war früher ein Praktikerbaumarkt. Da ist jetzt dänisches Bettenlager, beziehungsweise inzwischen Jysk, Fressnapf und ein regionales Fitnessstudio mit drin. Das Objekt haben wir gekauft für 6,7 Millionen. Das entspricht etwas mehr als dem 11,5-fachen der Nettomiete, einschließlich eines Ergänzungsgrundstücks, auf dem wir mit mehreren Mietinteressenten schon sprechen über ein eventuelles Zusatzgebäude. Das heißt, da liegt auch noch ein bisschen Potenzial, das mittelfristig zu vergrößern. In Melsungen haben wir den einzigen Baumarkt kaufen können. Das ist ein bisschen südlich von Kassel. Hier ist ebenfalls noch Potenzial, weil das Möbelgeschäft eine eher moderate Miete zahlt. Wir glauben, dass wir hier entweder mit dem Möbelgeschäft einen besseren Mietvertrag erreichen können oder möglicherweise auch mit anderen Mietern eine deutlich attraktivere Nachvermietung. Das Objekt hat eine herausragende Fernwirkung, kann man, glaube ich, nur wirklich nachvollziehen, wenn man einmal von der Autobahn in Richtung Melsungen fährt. Man sieht das Objekt schon einen halben Kilometer vorher und fährt direkt drauf zu. Ist also ein sehr, sehr schöner Standort, haben wir zum 10-fachen der Istmiete kaufen können. Ja, und schließlich eine unserer beiden letzten Transaktionen in Köln, eigentlich ein Revier, wo wir normalerweise nicht fündig werden. Wir haben hier tatsächlich es geschafft, zum 13-fachen ein Objekt zu kaufen mit einem de facto neuen Rewe. Rewe hat den Standort übernommen und selbst modernisiert, im Sommer erst von Edeka, mit einem neuen langfristigen Mietvertrag. Und da ist der Faktor 13 eigentlich unglaublich, aber man kann ja auch mal Glück haben.
Wir haben parallel noch einen weiteren Objektkauf gemeldet. Da gibt es noch eine kleine aufschiebende Bedingung, die hoffentlich nächste oder übernächste Woche vielleicht auch schon erfüllt sein könnte. In der Nähe von Dortmund, klassisches Fachmarktzentrum, und haben damit dann eben insgesamt dieses Jahr 7 Objekte schon erworben. Kennzahlen nach 9 Monaten, so wie Sie es gehört, alle Kennzahlen wieder weiterhin nach oben. Das gleiche auch beim Nettoergebnis und dem FFO. Beim Nettoergebnis, wie gesagt, ist natürlich der Einmaleffekt von dem Verkauf Bleicherode mit drin. Wenn man den rausrechnet, hätte sich das aber ebenfalls deutlich verbessert. Unsere Finanzierung. Wir arbeiten sehr viel mit regionalen, lokalen Banken zusammen, Volksbank, Sparkassen, haben bereits zum Stichtag 30.09. 34 Finanzierungspartner. Das würde zum 31.12. durch die zusätzlichen Objekte, die dann erst übernommen werden, nochmal eine Schippe höher sein. Haben also damit auch keine Klumpenrisiken bei der Finanzierung. Wir finanzieren grundsätzlich mit 10 Jahre Zinsbindung, in Einzelfällen sogar mal gelegentlich länger. Die einzige kürzerfristige Finanzierung, die Sie im Jahr 2023 sehen, ist die Projektfinanzierung in Gardelegen. Alle anderen Finanzierungen laufen mindestens bis 2025. Wir haben mit über 7 Jahre durchschnittliche Zinsbindung nach meinem Kenntnisstand die längste Zinsbindung aller börsennotierten Immobilien-AGs und haben damit auch für den Fall, dass die Zinsen sich doch mal nach oben in Bewegung setzen, eine große Ruhe an dieser Front und können da ganz entspannt mit umgehen. Die Ziele für 2021 werfe ich nur noch mal an die Wand. Wir sind im Prinzip ja schon sozusagen ein Stückchen weiter, weil wir eigentlich jetzt schon langsam in Richtung des nächsten Jahres gehen. Dividende soll erneut steigen. Den FFO, den annualisierten, haben wir bereits auf 8,3 Millionen gebracht. Da also das Ziel bereits erreicht. Und auch was Jahresüberschuss und FFO angeht, sind wir eigentlich ganz gut auf Kurs gewesen, nach 9 Monaten das zu erreichen. Wir hatten vor einem Jahr eine 5-Jahres-Planung veröffentlicht. Da liegen wir auch, glaube ich, insgesamt ganz gut auf Kurs. Wollen, ohne dass wir dafür Kapitalerhöhung brauchen, bis 2025 auf einen laufenden FFO von über 11 Millionen, also 2,50 Euro je Aktie kommen. Die Nettomieten von zuletzt waren 16 Millionen auf 24 Millionen mindestens steigern. Und das Portfolio hätte wohlgemerkt nach unseren Bewertungsmaßstäben 12 bis 12,5-fach der Ist-Miete dann wohl in Richtung 300 Millionen einen Wert. Wir sind möglicherweise vielleicht in der Lage, da auch schon einen Ticken schneller anzukommen, weil wir im laufenden Jahr bereits beim Ankaufvolumen ja deutlich über Plan lagen, uns jetzt aber auch im Bereich Immobilientransaktionen nochmal personell verstärkt haben. Ein weiterer Kollege, der bisher mich, der mich künftig unterstützt, bisher habe ich den Ankauf im Wesentlichen alleine gestemmt. Von daher stehen die Chancen vielleicht nicht so schlecht, dass wir ein etwas höheres Ankaufvolumen künftig auch erreichen können. Und wir werden außerdem auch künftig selektiv prüfen, ob wir nach Situationen wie in Löwenberg mit neuem langfristigen Vertrag, modernes neues Gebäude, dann ein Objekt auch mal verkaufen, wenn die Situation optimal ist. Bisher haben wir darauf verzichtet, bisher haben wir ausschließlich dann Refinanzierung gemacht. Wir werden möglicherweise also auch künftig gelegentlich mal ein Objekt veräußern, auch um das eventuell erhöhte Ankaufvolumen dann zu refinanzieren. Die grundsätzliche Strategie, dass wir kaufen, um zu behalten, ändert sich dadurch aber nicht. Ja, das Ganze hat sich insgesamt auch erfreulicherweise am Kapitalmarkt gut ausgewirkt. Unser Börsenkurs hat erst vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch markiert, hat sich insgesamt schön entwickelt. Für mich als Vorstand auch erfreulich ist, dass sich die Aktie letztlich nur parallel zur Unternehmensentwicklung entwickelt hat. Unsere Bewertung hat in den letzten 4 Jahren de facto nicht zugelegt, gemessen am Running FFO. Und das bedeutet auch, dass wir uns nicht besonders unter Druck fühlen, hier auch möglicherweise künftig noch das weiter steigern zu können. So viel von meiner Seite. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Ja, Herr Schrade, puh, das ging aber sehr rasch. Ich glaube, da sind die Fragen gar nicht so ganz mitgekommen, aber ich habe auf jeden Fall schon einmal eine, und zwar: Rechnen Sie oder können Sie mit Mietsteigerungen in den nächsten Jahren rechnen bei Ihren Bestandsobjekten, oder wie sieht da die Planung aus? Also Mietsteigerungen gibt es eigentlich nur in 2 oder 2,5 Situationen. Das eine ist die Inflation, weil die meisten unserer Verträge haben sogenannte Wertsicherungsklauseln, sind also an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Das liest man jetzt in der Zeitung. Das hat sich tatsächlich im gewissen Grad auch bei uns ausgewirkt, dass jetzt einige Mietverträge dann Mieterhöhungen reingekommen sind. Das ist aber natürlich ein eher überschaubarer Faktor, der letztlich nur die steigenden Kosten auch im Wesentlichen ausgleicht. Der zweite Faktor ist, wenn wir in Objekte investieren oder wenn wir, was in manchen Fällen möglich ist, bestehende Mieter austauschen durch besser zahlende Mieter, respektive
wenn es uns gelingt, bestehende Mietverträge nachzuverhandeln. Das geht natürlich nur, wenn die Mieter dann kurze Laufzeiten haben. Dann kann man im Bestand auch mal Mieten steigern. Das sollte man aber bitte nicht zu viel erwarten. Investitionen haben immer, die Mieter wissen, wenn wir hier Millionen investieren, dann brauchen wir eine gewisse Grundverzinsung drauf. Das ist aber in der Regel auch jetzt nicht etwas, was unsere Mieten jetzt auf einen Schlag verdoppeln wird. Das sind Maßnahmen wie Löwenberg, die rechnen sich, da kommt dann zusätzlich was rein. Aber da reden wir mal hier über 15, dort mal über 100.000 Euro. Und auch bei Mietverträgen, die wir nachverhandeln können, sind in der Regel, reden wir über fünfstellige Beträge, in Ausnahmefällen auch mal vielleicht im sechsstelligen Bereich, aber das sind jetzt nicht die ganz großen Sprünge. Aber wir sind schon sehr zufrieden, wenn wir die sehr gute Mietrendite, die wir einkaufen, nachhaltig absichern können. Das ist ja aus Sicht der Aktionäre schon mal das Wichtigste. Und da haben wir bisher keine Probleme gehabt. Wir haben kein einziges Objekt, wo irgendwie der Hauptmieter leer steht. Derzeit neben Gardelegen, das wir mit Leerstand bewusst gekauft haben, nur ein einziges Objekt mit über 10% Leerstand. Und auch dort arbeiten wir daran, das möglichst schnell wieder zu schließen und haben jetzt im Prinzip die Schlüsselentwicklung dieses Jahr gehabt, dass uns das auch gelingen wird. Dann die nächste Frage, verbunden mit einem großen Lob an und Respekt an Hochachtung für Ihre unternehmerische Leistung, nämlich ob Sie das Tempo der Zukäufe auch in Zukunft noch halten können, 2021. Und ich würde gleich eine Frage dazu anschließen. Haben Sie eigentlich irgendwie so eine Hausnummer, wo Sie hinwollen und wo Sie sagen, ab dann kann man es eigentlich nicht mehr handeln? Also das Tempo der Zukäufe, dass wir das ein wenig noch halten können, da haben wir uns ja nicht zuletzt deswegen ein wenig verstärkt. Also das sollte damit leichter sein auch. Ja, wie gesagt, bisher war so unser typisches Volumen 15 bis 20 Millionen. Jetzt haben wir die Chance, auch neben dem herausragenden Jahr 2021 vielleicht auch in Zukunft das möglicherweise auf ähnlichem Level zu wiederholen. Da würde ich mich jetzt auch, um den Kollegen nicht zu sehr unter Druck zu setzen, vom ersten Arbeitstag an noch nicht auf eine neue feste Bandbreite einlassen. Aber ich denke mal, weniger wird es durch den Kollegen natürlich nicht. Wo wollen wir hin? Wir wollen weiterhin vernünftig wachsen. Wir haben keine feste Größe im Sinne von, wir wollen unbedingt eine Milliarde Volumen innerhalb der nächsten 3 Jahre erreichen oder irgendwas in der Art. Für uns ist sehr viel wichtiger, dass das Wachstum gesund ist, dass es handelbar ist, dass wir auch mit der Projektentwicklung im Bestand immer nachkommen und nicht irgendwann dann vor lauter neuen Objekten die alten hinten runterfallen. Wir haben jetzt rund 50 Objekte erreicht. Das ist auch nicht irgendwo eine Größe, wo wir den Eindruck haben, jetzt langsam verlieren wir die Kontrolle über das Portfolio. Es werden immer mehr Projekte nicht bearbeitet oder sowas. Im Gegenteil, wir haben inzwischen eine Struktur, sowohl was die Verwaltung der Objekte angeht, als auch was die Weiterentwicklung angeht, dass wir eher, ja, dass eher andere Stellen bremsen, also beispielsweise dann die Behörden oder auch dann die Mieter einfach gar nicht so schnell sind, mit uns dann neue Mietverträge zu schließen, wie wir theoretisch finanziell und organisatorisch in der Lage wären, Projekte weiterzuentwickeln. Ist aber ja nicht schlimm, wenn sich vollvermietete Objekte später erst dann weiterentwickeln. Derzeit verdienen wir ja weiterhin Geld daran und umso länger ist in die Zukunft hinein dann die Planungssicherheit, wenn jetzt beispielsweise ein Umbau wie in Löwenberg später erst stattfindet, also ursprünglich mal vielleicht angedacht war, dann heißt es ja, dass dann der neue Vertrag von Aldi dann noch weiter in die Zukunft unser Objekt absichert, das Bestandsdarlehen noch weiter runtergetilgt ist und wir damit dann auch mehr Cash durch die Refinanzierung oder einen künftig vielleicht auch Verkauf dann freisetzen können. Also eine Größengrenze sehen wir hier sicherlich nicht. Es gibt auch einen Player, auch im Bereich des Wettbewerbs, also ist ja allgemein bekannt, die Deutsche Konsum hat eine ganz ähnliche Strategie wie wir, ist aber um Faktor 5 größer oder 6. Es gibt auch nicht börsengelistete Unternehmen, die um Vielfaches größer sind als wir, teilweise sogar noch viel größer als die Deutsche Konsum. Und auch die kriegen das organisiert. Also unterm Strich gesund weiterzuwachsen, glaube ich nicht, dass wir jemals an eine Größengrenze stoßen. Gut, dann habe ich noch eine Frage. Wie viele Mitarbeiter hat denn die DEFARMA tatsächlich und wie ist das Verhältnis zum Portfolio? Wir haben ungefähr 30 Mitarbeiter, wenn man alles mit reinrechnet. Das sind auch eine Handvoll Hausmeister mit dabei. Das sind natürlich meine Kollegen drin in der AG, insbesondere mein Vorstandskollege und sein Team im Bereich der Entwicklung. Die meisten Mitarbeiter bei uns sind sogenannte Property Manager, also Verwalter, die dann auch unterstützt werden von Buchhaltung, Technikern und so weiter. Wir haben eine Größe, die jetzt eigentlich nicht mehr so stark wachsen muss, weil wir jetzt auch viele Abteilungen quasi in den letzten 2 Jahren aufgebaut haben. Aber für uns ist es auch nicht ganz so entscheidend, wenn wir merken, es wird zu viel Arbeit für die Leute, dann stellen wir eben jemanden ein. Es ergibt keinen Sinn, dann hier die Mitarbeiter zu verbrennen oder umgekehrt dann auch zu sagen, hier
ja, wir haben eine zu hohe Personalkostenquote oder irgendwas in der Richtung. Wir versuchen, Objekte immer so einzukaufen, dass sie möglichst gut verwaltbar sind. Sowas wie natürlich der Rewe in Köln ist da ein sehr dankbares Objekt, ist einfach zu verwalten. Da werden wir sicherlich proportional wenig Personalkapazitäten brauchen. Umgekehrt ist natürlich ein Objekt wie in Gardelegen zunächst mal mit relativ hohem Aufwand verbunden, sowohl in der Verwaltung, dass man das erstmal übernimmt aus einer Zwangsversteigerung. Das heißt ja auch, es war im Vorfeld nicht so optimal verwaltet und gleichzeitig eben auch erstmal relativ viel Zeit reinsteckt in die Projektentwicklung. Und am Ende hat man aber auch ein vernünftiges Objekt, siehe Radeberg, ganz schlechter Zustand beim Kauf, dann viel Arbeit reingesteckt und jetzt ist es ja, das Kronjuwel unseres Portfolios mit neuen langfristigen Verträgen, mit neuer Haustechnik und so weiter und ist jetzt natürlich verwaltungstechnisch relativ zur Miete viel, viel schlanker zu verwalten. Also am Ende macht es die Mischung. Ich denke, wir werden auch künftig Mitarbeiter zusätzlich brauchen, aber wahrscheinlich allmählich etwas weniger proportional, wie das Portfolio wächst. Und wie ist die Relation Personalkosten zum Portfolio? Wie gesagt, das ist keine Quote, die wir im Einzelnen uns angucken, weil es gibt Objekte, da stecken wir relativ gesehen viel Personal rein, haben aber umgekehrt beispielsweise auch weniger externe Dienstleister und umgekehrt. Wenn wir den Hausmeister selber stellen, dann wirkt sich das plötzlich auf der Personalkostenquote höher aus. Wenn wir den gleichen Hausmeister extern bezahlen, dann haben wir exakt die gleichen Kosten, möglicherweise sogar noch höhere, aber es taucht unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf. Wenn wir Dienstleister beauftragen für Themen wie die technische Verwaltung oder technische Begutachtung, statt es selber zu machen, dann haben wir die gleichen Kosten, möglicherweise auch höhere, weil andere dann vielleicht auch noch Geld verdienen wollen an ihren Technikern, die sie einsetzen. Wenn wir es selber machen, dann sieht es optisch dann nach höheren Personalkosten aus. Dafür sparen wir an anderer Stelle Geld. Also das ist nicht wie bei einem Produktionsbetrieb, wo man dann ja Kostenquoten dann irgendwo rechnen kann. Das sind eher zufällige Relationen, die man hier auch irgendwo letztlich sieht. Am Ende ist entscheidend, dass das, was wir als FFO-Rendite raus generieren, dass der FFO gut ist und dass der auch pro Aktie möglichst dann weiter steigt. Da noch eine interessante Frage: Sind zweigeschossige Objekte schwieriger zu handeln oder als eingeschossige, weil sie für die Kunden komplizierter sind? Also grundsätzlich ist es tatsächlich richtig, das ist unser Idealobjekt. Objekte wie Gardelegen, alle führen zum Parkplatz, kein Keller, kein Obergeschoss, hat viele Vorteile in der technischen Verwaltung, weil es auch beispielsweise keine Aufzüge, keine Treppenhäuser und Ähnliches gibt. Auch in der Regel dann Brandschutzthemen beispielsweise einfacher sind, aber das muss man halt nehmen, wie es kommt. Es ist immer eine Frage, also je komplexer ein Objekt ist, desto ungerner machen wir das. Es gibt aber einfach auch Objekte, wo man sagt, gut, da muss man die Komplexität in Kauf nehmen. Es ist trotzdem noch beherrschbar. Wir haben in der Regel nur Objekte mit maximal 2, 3 Geschossen und dann sind auch wiederum die Erdgeschossteile in der Regel auch von der Gesamtfläche mit Abstand am größten. Also beispielsweise in Barsinghausen, da gibt es dann links dieses Geschäftsgebäude, das sind insgesamt 3 Stockwerke, aber von der Gesamtfläche findet natürlich das Allermeiste hier auf der Ebene statt, wo auch der Netto und der Jysk stehen. Und die meisten anderen kleineren Mietern. Das Objekt ist teilweise dann sozusagen unterkellert und hat noch ein Obergeschoss, in dem Ärzte drin sind und 2 kleine Wohnungen. Sowas ist dann auch noch okay. Was wir nicht machen würden, wäre dann eben ein Hochhaus mit 20 Geschossen, wo dann irgendwie ja, die ersten 2 Geschosse vielleicht dann Handel sind, oben drüber noch irgendwie Wohnen, Büro, Ärzte über viele Stockwerke, weil das dann doch einfach einen anderen Charakter bekommt. Aber Objekte nur mit Erdgeschoss sind uns eigentlich am liebsten. Okay, wobei man zur Not ein chinesisches Restaurant in das obere Stockwerk legen könnte, die aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen immer im ersten OG sich befinden. Jetzt habe ich noch eine Frage zur Aufvalutierung von Darlehen. Ziel 2021 gab es noch keine Meldung. Wird derzeit kein zusätzlicher Cash benötigt und würde bei einem erhöhten Ankaufsvolumen auf mittelfristig oder auch mittelfristig eine Kapitalerhöhung anstehen? Also wir versuchen im Interesse der Aktionäre Kapitalerhöhung zu vermeiden, um möglichst wenig Verwässerung hier auftreten zu lassen. Wir brauchen auch derzeit einfach keine. Wir haben immer noch die Möglichkeit, weitere Objekte zu kaufen ohne Kapitalerhöhung. Wir werden auch jetzt mit dem abgeschlossenen Umbau in Löwenberg dann wieder Cash freisetzen. So viel auch zum Thema Revalutierung. Das gleiche gilt auch für Büdelsdorf. Auch hier werden wir, das hatten wir schon gemeldet, da haben wir bereits Finanzierungsangebote, die erhebliche Summen freisetzen würden. Wir werden bei einem Bestandsobjekt, an dem gar nicht viel passiert ist, auch eine kleine Revalutierung dieses Jahr noch abschließen. Da sind die Verträge gerade auf dem Weg per Post.
Aber natürlich machen wir Revalutierung auch dann, wenn es notwendig ist und nicht, wenn wir dann ja, Cash zusätzlich reinholen, wo wir auf der einen Seite dann Kreditzinsen zahlen, auf der anderen Seite Strafzinsen für das Guthaben. Das ergibt dann nicht so arg viel Sinn. Aber Kapitalerhöhung, wir schließen das nicht aus. Es kann durchaus sein, dass es Sinn ergibt, wenn jetzt der Kollege im Ankauf dann tatsächlich dann richtig Gas gibt und ein Objekt nach dem anderen zum Abschluss gebracht werden kann. Aber wir versuchen nach Möglichkeit, das eben dann eher zu vermeiden und eher organisch zu wachsen, ohne Kapitalmaßnahmen. Gut, dann noch eine Frage. Denken Sie darüber nach, die Kreditzinsbindungsfrist weiter auszudehnen, also praktisch Kreditverträge über die Laufzeit von 10 Jahren einzugehen? Also wir würden grundsätzlich auch noch länger finanzieren. Hoppla, da ist die Folie. Das Problem ist, dass die Banken aus unerfindlichen Gründen ihr Geld irgendwann meistens dann doch zurückhaben wollen und bei gewerblichen Objekten normalerweise 20 Jahre das höchste der Gefühle ist. Das limitiert dann eben die mögliche Anfangstilgung. Also wenn es nach uns ginge, würden wir rein theoretisch natürlich gar nicht tilgen, aber das ist doch eher utopisch. Auch die Zinsbindung, hier hängt es an der Refinanzierungsseite. Wenn man keine Strukturen mit Derivaten oder irgendwelche komplexen Strukturen mit Bausparverträgen eingehen möchte, ist 10 Jahre Zinsbindung in der Regel das Längste, was überhaupt geht. Die meisten börsennotierten AGs sind ja hier auch deutlich kürzer finanziert im Durchschnitt. Von daher finden wir die über 7 Jahre schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben ja auch den Effekt, neue Verträge kommen immer mit längeren Laufzeiten obendrauf und alte Verträge werden allmählich kürzer, es sei denn, uns gelingt durch eine Revalutierung auch gleichzeitig eine Verlängerung. Aber ich denke, das wird irgendwo in der Gegend, wird sich es auch dauerhaft bewegen. Jetzt muss ich langsam um kurze Antworten bitten, weil wir haben noch einige Fragen. Wir haben zwar im Prinzip auch eine Pause nach uns, weil die Tocentos AG, wie man es vielleicht schon gehört hat, kurzfristig abgesagt hat, aber trotzdem wir einigermaßen in der Zeit zu bleiben. Screenen Sie denn regelmäßig Zwangsversteigerungen? Es gibt immer wieder mal Termine, Zwangsversteigerungen, auf denen wir mitbieten. Ich glaube, wir hatten jetzt vielleicht ein halbes Dutzend in der gesamten Firmengeschichte. Allerdings, gute Objekte werden in der Regel nicht über Zwangsversteigerung veräußert, weil das aus Sicht der Verkäufer, der Gläubiger keinen allzu großen Sinn ergibt. In manchen Fällen geht es nicht anders. Da muss dann eben aus technischen Gründen das über eine Zwangsversteigerung laufen. Das sind aber in der Regel Einzelsituationen. Dieses Jahr war Gardelegen unsere einzige Zwangsversteigerung, bei der wir aktiv waren. Und dann haben Sie die Umsatzzahlen der Mieter auch parat, um interne Benchmark zu haben, welche Objekte sich wie Sie beurteilen können? Vereinzelt. Die meisten unserer Mietverträge beinhalten keine Umsatzklauseln. Von daher haben wir da auch logischerweise keine Meldepflichten von den Mietern. Bei einigen Mietern haben wir solche Umsatzmeldungen. Das ist aber ein Bruchteil des Gesamtportfolios. Wobei wir natürlich auch verfolgen, wie sich die Mieter selber entwickeln. Da gibt es ja auch teilweise dann Veröffentlichungspflichten, Presseberichte innerhalb der Objekte. Wir können unsere Objekte sehr gut einschätzen. Wir sind sehr nah an den Mietern dran. Teilweise sind dann Mieter selber verblüfft, wie gut wir da Bescheid wissen, was für Mietverhandlungen dann auch manchmal von Vorteil sein kann, wenn dann das Jammern und Klagen des Kaufmanns, das ja zum Handwerk gehört, bei uns auf eher taube Ohren stößt. Da hatten wir gelegentlich auch mal schon entsprechende Einblicke gegeben in Gespräche oder ich habe das getan auch über meinen Twitter-Account. Aber wir haben nicht flächendeckend Umsatzdaten, so wie es beispielsweise die ECE bei ihren Centern hat. Das ist im Nachversorgungsbereich völlig unüblich. Dann machen wir noch zwei Fragen. Und zwar, wo liegt der maximale Faktor beim Einkauf? Ich habe so, wenn ich richtig aufgepasst habe, liegt er zwischen 8,5 und 13-fache der jährlichen Mieteinnahmen. Haben Sie da irgendwie eine Schmerzensgrenze? Also grundsätzlich gibt es keine offizielle Obergrenze. Entscheidend ist am Ende immer, wie sich die Eigenkapitalrendite auf das einzusetzende Eigenkapital darstellt. Das ist rein theoretisch, mathematisch sogar bei noch höheren Faktoren als jetzt hier in Köln möglich. Das würde aber implizieren, dass es beispielsweise keine Maklerprovision gibt, dass das Objekt im Idealfall in Bayern oder in Sachsen mit nur 3,5% Grunderwerbsteuer steht, dass es eine extrem gute Finanzierung drauf gibt. Und das ist alles in Kombination sehr, sehr unwahrscheinlich. In Köln hat es gerade noch funktioniert, aber wir würden lieber ein Objekt zum 13- oder 14-fachen, auch wenn es ein sehr gutes Objekt ist, nicht kaufen, als dass wir unsere Eigenkapitalrente-Kriterien dann nicht erfüllen. Im Übrigen haben wir auch schon Objekte mit dem 6-fachen der Jahresmiete gekauft, ist aber dann auch eher selten. Löwenberg zum Beispiel. Dann vielleicht noch, wobei es steht hier in Klammern schon interne Rechnung, dann weiß ich nicht, ob Sie es extern verkünden wollen, die Durchschnittsrendite über das gesamte Portfolio hinweg.
Wir haben im Durchschnitt, auch im Geschäftsbericht ist das mit drin, haben wir in den letzten Jahren irgendwie so zwischen dem, ich glaube, 9- und 10-fachen beim Ankauf jeweils dann erwerben können im Durchschnitt. Das ist aber natürlich extrem verzerrt, wenn wir jetzt einen Fall haben, wie beispielsweise in Köln. So ein Objekt ist natürlich nicht zum 8-fachen zu haben, also schon das 13-fache ist ein ausgesprochener Glücksfall. Wir hatten letztes Jahr ein Objekt gekauft in Anklam zum 11-fachen, auch mit einem mehr als 10 Jahre Mietvertrag mit TOM. Auch das ist außergewöhnlich. Da ist selbst das 11-fache schon wirklich ein attraktiver Preis. Wenn man umgekehrt dann eben Situationen hat, wo dann wie in Löwenberg damals klar war, da muss investiert werden, sonst verliert man den Hauptmieter, dann ist das 10-fache dann eben plötzlich wieder deutlich zu viel. Also das ist immer ein wenig abhängig von der einzelnen Situation und da gibt es kein festes Raster. Wir geben auch diese Hausnummer ungefähr zum 10-fachen Einkauf auch nur zur Orientierung. Das soll, glaube ich, auch ein Stück weit signalisieren, dass wir dann eben nicht zum 17-, 18-fachen, wie es dann bei Neubauten üblich ist und wie es andere Marktteilnehmer teilweise kaufen, dann was machen. Am Ende ist es muss das Gesamtpaket stimmen und muss sowohl die Renditekriterien als auch die Nachhaltigkeit des Standorts dann eben Kombination passen. Aber da spielt auch immer nicht zuletzt die Finanzierung eine ganz große Rolle. Wir haben Objekte schon nicht gekauft zum 6-fachen, obwohl die eigentlich auf den ersten Blick vernünftig aussahen, weil sie keine gute Finanzierung ermöglicht haben oder eben wir an die Nachhaltigkeit des Standorts nicht geglaubt haben. Ja, nachdem sich Herr Finker nicht reingrätscht, wir keinen Nachfolger direkt haben, mache ich die letzte Frage auch noch. Welche Zinssätze auf 10 Jahre erreichen Sie aktuell und gibt es eine Untergrenze aus Ihrer Sicht, weil die Bank eine Mindestmarge bezogen auf die Null haben will? Also der niedrigste Zins, den wir jemals hatten, war im letzten Jahr bei einem leider kleineren Objekt bei 1,05%. Das war schon sehr schön. Ich glaube, wir hatten dieses Jahr die 2 nie vorm Komma, aber andererseits ist es auch bei uns, wir wollen ja auch hohe Finanzierung, also relativ gesehen nicht einen möglichst niedrigen Zinssatz, sondern möglichst wenig Eigenkapital und darauf dann eben die Marge. Das heißt, man kann es nicht vergleichen wie im Hausbereich, wo dann teilweise, wenn jemand dann 60% nur finanziert, ja, dann teilweise 0,5 oder 0,8% Zins angeboten bekommt von seiner Bank. Das ist bei uns einfach nicht realistisch, nicht wenn wir nicht auch eine hohe Finanzierung erreichen wollen. Meistens liegen wir derzeit irgendwo zwischen 1,5 und 2. Aber ganz ehrlich, wir zahlen lieber mehr Zins, als dass wir dann eben mehr Eigenkapital einsetzen. Und wir haben ja auch zu Zeiten, als dann die 2 noch ein ferner Traum war, auch mit Zinsen von 2,5, 3% auch sehr gerne Objekte gekauft. Dann eben ist jetzt dann der Zins noch ein bisschen niedriger. Dafür sind aber auch die Kaufpreise heute tendenziell einen Ticken höher. Die Banken werden es gerne hören. Herr Schrade, vielen Dank für diesen interessanten, spannenden Vortrag. Wir wünschen Ihnen alles Gute weiterhin, sind gespannt, welche Objekte Sie noch weiterhin bekommen. Und vielleicht, es sieht ja im Süden immer noch ganz, ganz gering aus, nähern Sie sich ja doch der bayerischen Hauptstadt. In Hof sind Sie ja schon gelandet. Mal sehen. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Wenn Sie in München was zum 11-fachen auf dem Tisch haben, melden Sie sich gerne bei uns. Ja, werden wir machen, gerne. Okay, vielen Dank und schöne Grüße nach München. Dankeschön.